Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Und wir haben ein Regal. Das sind keine Spirituosen, das sind Putzmittel. Naja, zumindest ist in den meisten auch Alkohol drin. Hier ist keine Selbstbedienung. Doch. Was will mir dieses Regal sagen? Nichts. Irgendwas bestimmt. Hier ist keine Selbstbedienung. Was hältst du von diesem Regal, Harvey? Ich kann es nicht ausstehen. Lass es uns umkippen. Schade. Zu schwer. Dann müssen wir uns etwas anderes zum Umkippen suchen. Dieses Holz wurde bereits vermöbelt. Der geheime Zugang zum Tiefparterre-Cave versteckt sich hinter einem Billy-Regal. Leider hat der Arzt dem Captain verboten, schwere Sachen zu verrücken. Jetzt benutzt der Captain die weniger geheime Vordertür. Oh. Pusten Sie mal! Kein Alkohol. Dafür aber ein bedenklicher Wert für groben Unfug. Schuldig im Sinne der Anklage. Hallo, Vermittlung? Ja, bitte? Ich hätte gern die Nummer von einem Regal. Oh, da gibt es viele. Welchen Anfangsbuchstaben soll es denn haben? Egal. Das macht auf den ersten Blick wenig Sinn. Und eingedenk der Tatsache, dass es das Regal des Barmanns ist, möchte ich einen zweiten Blick nicht riskieren. Schade. Hiervon steht nichts auf der Karte. Eiskalt. Das ist ein Regal, kein Kleiderschrank. Für die Therapie brauche ich eine Unterschrift. Die Bar ist hingegen immer frei zugänglich. Den Topf behalte ich lieber. Das macht auf den ersten und... Das ist fast ein Anagramm. Aber eben nur fast. Ja, lecker Senf. Und Ketchup. Ich lege ihn hier hin und... Können wir jetzt irgendwas mit dem... brauchen wir das? Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Barmann! Aber nicht. Ein Glas Wasser... Steht nicht... Und wieder... Was? Das ist... Das ist... Manu! Was bringt es, dass wir das Licht hier anmachen können? Außer die Stromrechnung des Doktors hochtreiben. Ha, ich will diesen Generalschlüssel. Manu! Da war das Klo... Moment. Ja. Ich habe ihn genug. Da kommt der nächste. Und los geht's. Seltsam. Wo ist denn Herr Mantel hin? Da kommt der nächste Ausgang. Was? Bis auf die Nummer sind sie identisch. Ich will... Er hört mich nicht. Das ist so dumm. So dumm. Oh Mann, ey. Gut, dann würde ich jetzt aber sagen, das ist so dumm. Wir holen uns erstmal einen neuen Becher.
denn Becher sind wichtig. So, und jetzt gehen wir zu dem lieben Alumann und reden mit dem. Ganz einfach. Dafür müssen wir uns noch einmal erwischen lassen, genau. Schon weg. Ist okay. So. So, aber erstmal versuchen wir jetzt, oder gucken wir jetzt mal. Zum Sofa können wir. Ich konnte gerade das Regal, Dings nicht öffnen. Nice, können wir, okay. Dann können wir das bei dem Sofa hier wahrscheinlich auch machen. Los geht's. Ich möchte eine Schocktherapie. Ja, sehr gut. Wir treffen uns dann beim Schocktherapiestuhl. Du findest dahin? Ich hoffe doch. Na, dann kann es ja losgehen. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Ah ne, Momentchen noch. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir den Aschenbecher mitnehmen können. Denn der... Ja, eigentlich muss ich hier nochmal hin wegen dem... Ach nee, ich hab da schon Becher hingestellt. Okay, cool. Nice. Aschenbecher. Den hässlichen Klumpen. Wir brauchen den doch, der ist doch aus Ton. Aber was ist denn mit dir, Edna? Mann, oh. Einfach alles kaputt machen. Was ist eigentlich hier mit den Pflanzen? Die Rose würde ich eigentlich gerne mitnehmen irgendwie. Nein. Oh. Ich hatte da noch nicht drauf gekritzelt. Bitte, was? So. Kann ich jetzt nochmal auf die Pflanze rotzen? Nee, okay. Spuckt auf die gleiche Pflanze. Alles klar. Messer... Aber ob das ein Achievement gibt? Sowas wie grüner Daumen oder so? Wäre ganz cool. Hier, ein. Weiß nicht, ob ich der hier schon Dünger gegeben habe. Hier, ein. Gibt bestimmt irgendwie ein Achievement. Bestimmt. Gut, dann versuchen wir jetzt. Beziehungsweise gehen wir jetzt zu dem lieben Alumann und lassen uns schocktherapieren, damit wir die Fähigkeit bekommen, die Zukunft vorauszusehen. Ist das so hell zu sehen? Ja. Hellseherische Fähigkeiten zu erlangen. Da kommt der nächste aus. Ja. Und los geht's. Oh, es tut mir leid. Hellseherische Fähigkeiten erlernen. Da. Und, ach genau. Und den lieben König Adrian im Münzwurf schlagen und seine Goldmedaille bekommen. Da kommt der nächste Ausgang. Und dann reden wir nochmal mit dem lieben Schlüsselmeister. Weil ich halt nicht mehr exakt weiß, was wir genau alles brauchen. Wir brauchen halt den Ton von dem Aschenbecher, oder nicht? Eigentlich bin ich der Meinung, ja. Aber wie bekommen wir den? Oder wir brauchen halt anderen Ton, also von irgendwas anderem. Na egal. Werden wir schon irgendwie herausfinden. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal zum elektrischen Stuhl. Und holen uns natürlich gleich erstmal einen neuen Becher, ne? Denn Becher sind die coolsten Dinge der Welt. Oder so. Eigentlich brauche ich den Generalschlüssel von hier doch gar nicht, oder?
Also von Blase? Moment. Der bin ist ich genauso dumm? Und Oder haben wir dann zwei Generalschlüssel, wenn wir das so herstellen? Moment. Gibt es vielleicht beide Möglichkeiten? Oder sind es vielleicht zwei Möglichkeiten, einen Generalschlüssel zu bekommen? Wenn man den einen hat, kann man den anderen nicht mehr bekommen oder so? Ha. Irgendwie so wird das schon gehen. Ah, Edna, endlich. Dann kann's ja losgehen. Wenig später. Ich hoffe, du fühlst dich ja wohl da drüben. Das ist jetzt die letzte Chance für einen Rückzieher. Ich... Zu spät. Ha! Yo! Na, das war ja was. Und nu? Hallo, Alu, alte Rinde. Oh, hallo, Edna. Glaubst du, es hat funktioniert? Glaubst du, ich kann jetzt hell sehen? Probieren wir es doch aus. An was denke ich gerade? Zuckerrohrplantage, welche Raumfahrt, Parallelogramm, Alodri und Kutscher. Dein erster Zahnspann, Bodenfrost, Indianer aus Moby Dick. Du denkst an den Indianer aus Moby Dick. Ja, fast. Das ist nah genug dran. Hallo, Al. Oh. Glaub. Probier an. What? Hallo. Oh. An. Du denkst an eine Zuckerrohrplantage. Schade. Hallo. Oh. Glaub. Probieren wir an. Du denkst an die Europäische Raumfahrtbehörde. Hallo, Al. Oh. Glaub. Probier an. Du denkst an ein Parallelogramm. Hallo. Hallo. Oh. Probier an. Du denkst an die Worte Hallodri und Kutscher. Hallo, Al. Oh. Glaub. Probier an. Du denkst an deine erste Zahnspange. Mann! Hallo. Sag bloß, es geht gar nicht. Okay. Hoffen wir einfach, dass es wirklich funktioniert hat und wir gehen, zu dem lieben Adrian. Irgendwie habe ich das Gefühl, es hat nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, warum. Aber irgendwie habe ich so den Gedanken. Da lang. Oh. Hey, dir. Ich habe. So. Oh. Dass man das nicht irgendwie ganz überspringen kann, so, weil man hatte das ja alles schon komplett. So, einmal. Deswegen. Naja, was soll's. So, gucken wir erstmal hier hin, denn... Okay. Es hat wirklich funktioniert, als ob. Ich wollte eigentlich... Oh Mann, okay, wir können wirklich auf jedes dieser Objekte einen Becher stellen, wie es aussieht. Nein. In die Residenz. So, wie best. So, Kopf. Meine Träume. Es ist Kopf. Bist du etwa auch unter die Hellseher gegangen? Tja, wir werden es niemals herausfinden.
wenn ich denn jetzt die Goldmedaille haben dürfte? Halt, halt, halt! Nicht so schnell! Du hast einmal richtig gelegen. Schön und gut. Aber die Regeln besagen, dass ich eine Chance habe, die Medaille zurückzugewinnen. Was? Aber... Ich tippe auf Zahl. Moment, das... Tja, das heißt Pech. Sollten dann die ganzen Elektro... Was sag... Ach, nichts. Noch ein... Ich will es... Sogar... What? Tatsächlich, jetzt ich... Ja, das halt noch. Wie machst du das, dass du ständig gewinnst? Ich weiß es nicht. Es ist einfach eine Gabe. Alles begann an diesem Tag... Ich kann mich nur vage erinnern. Ich reparierte gerade den Blitzableiter auf unserem Dach. Es gewitterte schrecklich. Und die Eisenrüstung, die ich trug, zwickte unangenehm. Immer wenn ich das Schild, auf dem in großen Buchstaben "Ich verspotte dich, Tor" stand, von einer Hand in die andere wechselte. Dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau er war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Oh, ich hab keinen Bock, gegen den zu reden, ey. Also mit dem zu reden. Mach die nie, ja, dann ich auf das Gewicht hat und mein Hals. Ich dann was genau, aber... Ich will... Sogar... Kopf. Tat's jetzt nicht. Tja, das halt... Das ist so dumm! Warum... Mach hier, ja. Hier dann ich... ging auf dem Dach. Es gewitterte. Ich hatte vorsorglich und meine Füße steckt, als mir dieser Blitz... Ich machte mich dann erinnert, was genau ist, aber seit... Wie mag ich... Ich hätte ohne immer auf die von Aran was gehabt. Ich... Das ist dumm! Sorry, dass ich eben alles vorgespult habe, aber... ich kann mit dem nicht reden, ey. Das ist so langweilig und ätzend, mit diesem Typen zu reden. Das ist unglaublich. Es tut mir so leid, ne? Aber es geht nicht. Mit dem kann... Nee, mit diesem Typen kann man nicht reden. Es tut mir leid, auch an die Entwickler. Aber der Typ hat echt keine so geile Arbeit geleistet, finde ich. Da kommt der nächste Ausgang. So, also er ist halt einfach zu langweilig. Und zu... Ich weiß nicht. Einfach zu langweilig. Ich weiß auch nicht, warum. Naja. Es tut mir halt echt leid, dass ich das so sag. Oh nein, hier war das Badezimmer. Oh Moment, können wir den Schlauch zerschneiden? Mit dem Messer? Können wir, ja. Okay, ich habe ein... Wir verkleiden die... Selbst, aber auch... Nein. Yeah. Schon sieht er viel stylischer aus, dieser schöne Wasserschlauch. Hallo, Prinzessin. Was weißt du? Nur, dass ein dumm... Ein... Man... Um nochmal... Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das... Es... Aber... Wenn du brichst und das war... Der für...
Wo finde ich denn den Generalschlüssel? Das ist leicht. Der Wächter, den Sie blasen, er ist aber vielleicht... Ah, wir brauchen den Generalschlüssel, um eine Kopie anzufertigen. Was? Warum? Wie komme ich an Gold? Dr. Marcel schließt seine Polotrophäen zu gut weg, als dass man daran käme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Allerdings hockt Art und lässt... Drogel. Ja, ja, schon gut. So dämlich wie... Er hat eine... Es könnte sich als Kniff selbst... Ja. Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Oh. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament auf einer sehr... Stimmt, so war's. Auf deine Irrte. Irrte. Okay, ich rede nochmal mit dem Alumann. Gut Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.